Weil eventuell kriege ich es auch einfach mit dem kleinen Vieh, was ich da gleich mir einfach hin und her werfe, hin. Immerhin ist diese Eiswelt bisher nicht ganz so schlimm. Ist halt einfach eine Eiswelt. Normal. Nicht schön, aber nicht schlecht. Niemand mag Rutschphysik in Jump'n'Runs. So. Bonk. Ich nehme dich mal mit. Für die Gegner, die da oben gleich noch kommen. So. Ich kill diese Piranha-Pflanzen. Pflanzen haben keine Knochen. Nun. Oh, nice. Sind wir den einen schon mal losgeworden? Jetzt gucken wir mal. Da ist noch ein Leben drin. Hm. Irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass da ein Mini-Pilz drin sein wird. Ja, nun. Mich hat schon irritiert, dass Kakteen innen Holz haben. Das klingt auch seltsam. Oh, wie praktisch. Ah, und so soll man hier wahrscheinlich etwas angenehmer durchkommen. Vor allem halt dahin. Ist das die? Ja, ist das die dritte. Okay, also ich brauche wirklich einen Mini-Pilz, um dahin zu kommen. Ekelhaft. So ein Mini-Pilz auf Vorrat wäre halt schön gewesen. Aber gut. Ich glaube, ich weiß, wo ich einen Mini-Pilz auch zum Glück relativ am Ende des Levels kriege. Oha. Hat sich die Arena mal geändert hier, was? Was? Das war ein sehr interessanter Tod. Holen wir uns erstmal den Mini-Pilz. Da war nämlich hier ziemlich am Ende des Levels. Also ich muss dann auch nicht sehr weit mit dem durchs Level laufen. Sehr schön. Ah, Hilfe! So. So. Möbel aus Kakteen, das ist bestimmt auch so ein Luxusgut. Scheiß auf das gute Ebenholz. Jetzt gibt's Kakteenholz. Den will ich nicht. Verdammt. Ich wollte ja nicht drücken. Verdammt. Jetzt ist die ganze Zeit so ein dummer Pilz hier auf dem Weg. Nein. Oh, okay. Jetzt ist er weg. Jetzt darf ich aber auch wirklich den ganzen Weg bis nach ganz oben einfach mal allem hier dodgen. Und es wird nicht weniger. Es sind immer mehr Viecher da unten.
Nein, jetzt muss ich auch noch in die Mitte hoch. Wie mache ich das? Ich bin tot. Wie? Oh, ich hätte einfach an dem Rand bleiben können, ich Idiot. Na gut, und wieder zurück. Wäre ja auch zu einfach, einfach stehen zu bleiben, ne? Der Block hat mich schon wieder geblockt. Naja, dafür ist er da. Er ist ein Block. Er blockt. Nein! Bin so weg. Dem vorbei und dann sind wir durch. Gestern war der auf den Kalender geguckt und festgestellt, dass der Mai nur eine einzige 5-Tage-Woche hat. Aber auch nur, wenn du in einem westlichen oder südlichen Bundesland wohnst. Weil zum Beispiel Fronleichnam ist kein bundesweiter Feiertag. Aber ja. Ist halt schon cool. Wie viele Feiertage einfach dieses Jahr im Mai sind. Und zwar unter der Woche. Ist schon echt nice. Aber eigentlich kann ich doch einfach hier stehen bleiben, oder nicht? Das Vieh kommt eh nicht zu mir und das kleine Ding wird eh von der Pflanze geblockt. Also ich glaube, gerade wenn man so in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, beide, glaube ich, relativ viele Feiertage. Und Bayern auch richtig viele Feiertage. Und im Vergleich dazu so... Und der Osten hat, glaube ich, gar nicht so viele. Ist schon ein bisschen sad. So, rein da. Ist auch schön meine Münze und wieder raus. Wir haben den 31.10. Ja, wir haben dafür den 1.11. Das gleicht sich auch wieder aus. So, gib mal den Pilz her. Stern. Den habe ich nämlich gerade sehr gerne genossen. So. War schon angenehm damit. So, dann haben wir jetzt auch alle Münzen. Sehr schön. Dann stellen wir uns jetzt doch hoffentlich ein kleines bisschen besser an mit den Rhinos. War von Anfang an alle. Das war alles geplant, meine Niederlagen, damit ich hier durchlaufen kann. Also mit allen Münzen halt, ne? All according to Keikaku. Und Keikaku means plan. Haben wir doch in der Japanischstunde so gelernt. Oh, nein. Komm's mit. Ja, nun.
machen uns das mal ein bisschen einfacher. So. Und damit ich das Blatt nicht verliere, tauschen wir nochmal. So. Aber schön, dass wir schon über 200 Leben haben, ne? Da, achso, so komme ich dran. Never mind. Wenn dieses erst im August auferstanden wäre, hätte es A. viel mehr dramatischen Impact gehabt und B. eine bessere Verteilung der Feiertage. Ja, echt mal. Hätte Jesus mal an uns gedacht. Da heißt es, der ist für uns gestorben und wieder auferstanden und dann denkt er nicht mal an den armen, arbeitenden Pöbel. Gut, dass ich jetzt hier einfach durchgehe. Ich gehe einfach durch. Ja, toll. Ja, der Mai ist für die Schüler super. Doch rechts geht es doch eh zum Ziel. Ich sehe doch, dass wir kurz vorm Ende sind. Dann laufe ich jetzt einmal kurz ein bisschen zurück. Und wahrscheinlich möchte ich nach da oben hin. Ja, Moment. Dann ist er auch noch an einem Sonntag auferstanden. Ja, echt frech, ne? Gönnt uns nicht mal einen extra Feiertag, in dem er irgendwie unter der Woche mal aufsteht. Nein. Macht sich einen Sonntag. Wer steht denn bitte an Sonntagen auf? Deutsche Urlauber, um den Pool zu besetzen. Ja. Die guten deutschen Handtücher. Teach me your tricks. Ich muss ab nächstes Jahr auch Urlaub einreichen. Das Geheimnis ist es, Urlaub dann zu nehmen, wenn keine Ferien sind. Weil dann sind die ganzen, sind diese Spots halt nicht so hart besetzt. Und in den Ferien müssen natürlich immer die ganzen Eltern Urlaub nehmen. Dementsprechend ist es da immer schön voll. So habe ich es bisher zumindest immer gemacht, dass ich glaube ich... Ich glaube das einzige Mal, wo ich halt... Urlaub in den Ferien nehme, ist echt, glaube ich, nur für die Gamescom, weil die halt sehr oft in den Ferien früher war. Mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so. Aber ansonsten... Auch immer, wenn wir auch wirklich irgendwo mal hingefahren sind, war immer schön leer, weil halt immer außerhalb der Ferien war. Was natürlich super angenehm ist. Was in Zukunft wahrscheinlich aber nicht mehr ganz so gut funktioniert. Da müssen wir dann eher in den Ferien nehmen. Hab zwar noch ein paar Jahre dafür, aber... Für die Zukunft. Ah, das war vielleicht... Aber cool, die Dinger resetten sich. Okay. Ah! Schon wieder was übersehen. Ungefähr müsste, glaube ich, die erste gewesen sein. Ich unter? Aha. Moment. Ich habe eine Idee. Ja, ich sag mal, ich habe trotzdem auch dann Vorrang als Elternteil dann für die Ferien. Yes.
Aber ändert ja trotzdem nicht daran, wenn wir irgendwo hinfahren, dass es natürlich auch voll sein wird, eben durch die Ferien, ne? So, Hilfe. Sehr wackelig. Okay. Aber ja, jetzt weiß ich auch, Urlaubssperre für die Weihnachtstage haben wir auch immer. Weil da halt natürlich immer am allermeisten los ist. Und ich sag mal, den Anführungsstrichen Trick mit schön um die Feiertage herum Urlaub nehmen, machen wahrscheinlich eh die meisten. So. Hier habe ich nur so eine Goldblume bekommen, aber die will ich nicht. Machen wir 4C. Ich soll runter? Na dann. Nein! Bin dumm. So. Ja, wait. Die nehmen wir mal mit. Und einmal weg mit den Fuzzies. Bidib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 
Oben links war eh nur Geld. Ja, Moment. Da oben sieht es aus, als könnte man da weiter. So, dann haben wir jetzt auch die letzte Münze für diese Welt. Abseits vom Schloss natürlich. Ist es möglich, in diesem Spiel überhaupt Game Over zu gehen? Bei so... Ah ne, da ist noch ein Level. Never mind, then. Bei so vielen Münzen, die man hier die ganze Zeit bekommt... Ich würde behaupten, das ist ja wahrscheinlich echt sehr schwer nur möglich. Ist es so eine gute Idee, im Eiswasser zu schwimmen? Oh nein. Lassen Sie mich in Ruhe. Also ich könnte mein Blatt dafür verwenden, fürs Power-Up, aber... Geht doch sicher so. Kann man da rein? Ja. Kann man da runter? Irgendwie nicht. Nein, sorry, das funktioniert nicht. Das habe ich auch schon ausprobiert. In einem der ersten Wasserlevel, aber... Toll. Also wenn ich A hämmer, schwimmt doch geradeaus. Also nicht geradeaus, sondern hoch. Wie komme ich denn da an die Münze dran dann? Ah, so komme ich dran. I see. War ja einfacher als gedacht. Wie bin ich dem gedodged? Oh, nice. Ne, nehmen Sie mit. Jetzt können wir uns wenigstens etwas verteidigen. Huh. Wie kriege ich dich jetzt auf? Kommt hier irgendwas runtergerollt? Nee. Hätte der Fisch das kaputt machen können? Oh, die Goldblume. Ja, die Goldblume. Dann machen wir das mal so. Ich gehe mich eben mal schnell umbringen. Irgendwo, hoffentlich. Am besten in einem Abgrund. Oh, wobei. Moment, Moment. Ich wurde verarscht. Aber das ist doch Safe Münze Nummer 3 da, oder? Also ein Abgrund wäre mir am liebsten, aber du kannst mich auch gerne gleich auffressen, ne? Nee, das ist Münze Nummer 2. Oh, never mind. Da muss ich mich da gar nicht töten. Ha, alles gut. Oh, den nehme ich mit. Ja, wenn man denkt, man hat ja da irgendwo gerade jetzt ein Secret verpasst, ist es am Ende wirklich nur für Münzen. Was richtig useless ist. Die Sache ist einfach nur, Münzen sind in diesem Spiel halt gefühlt eigentlich ein Zonk. Weil du so viel davon kriegst, dass es eigentlich nichts Besonderes ist, hier und da mal ein paar Münzen zu haben.
Und tschüss. Ich muss sagen, ich habe übrigens gerade unten eine sehr geile Punktzahl, fällt mir gerade auf. Wie viel sind das denn? 4.444.440. Da man wahrscheinlich 4 hinten nicht haben kann, war das schon die perfekte Schnapszahl gerade kurzzeitig. So, dann hätten wir alle Level dieser Welt, dann auf zum Schloss. Oh wait, ich wollte gerade mein Power-Up einmal kurz wechseln. Aber gut, die fallen ja gar nicht runter. Ich behalte erstmal die Feuerblume und lass mir mal... Ja, never mind. Oh, cool. Macht das was? Ah, ja, macht es. Gut, dass ich die nicht eingesammelt habe. Glück gehabt. Oh, wait. Da will ich hin. Ja, da bin ich auch hin. Im Moment. Das sieht aus wie eine Stelle, wo ein Power-Up sein könnte. Also nehmen wir uns kein Power-Up mit. Da. Orgel! Orgel? Vielleicht habe ich auch sowas wie Orgel gesagt.